Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Autoemotionen TV. Wir sind auf Sardinien, um gemeinsam mit dem Moritz von automobil-blog.de den neuen Golf 7 zu fahren. Als ich meinen Führerschein gemacht habe, da gab es den Golf 2 und den Golf 3. 2012, Golf 7, wir fahren einfach mal los. Kommt mit! Kurzes Fazit zu unserem Ausflug mit dem Golf 7 auf Sardinien darf natürlich nicht fehlen. Der Golf 7 ist erwachsener, stärker, schärfer und agiler geworden. Ist natürlich immerhin ein Sprung von 3 bis 4 Generationen, wo ich das letzte Mal einen Golf besessen habe. Allzeit gute Fahrt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald.